zum Thema Kombinatorik mit Wiederholung. Das heißt, Elemente dürfen eventuell mehrere Male vorkommen. Beginnen wir wieder mit einer Einleitungsaufgabe. Im November 2010 wurden in Belgien neue Autokennzeichen eingeführt, die der europäischen Norm entsprechen. Die europäische Norm, das bedeutet, das Nummernschild muss entweder diese Maße haben oder diese Maße haben. Die neuen Nummernschilder bestehen aus einer Ziffer von 1 bis 7, hier ist es die 1, gefolgt von 3 Buchstaben, wiederum gefolgt von 3 Ziffern. Und in den Buchstaben sowie in den Ziffern sind Wiederholungen erlaubt. Die Frage, die sich jetzt stellt, ist, wie viele Nummernschilder hatte Belgien denn somit vorgesehen? Man konnte auch ein besonderes Nummernschild wählen, das begann dann aber mit der Ziffer 9 und kostete dann 1000 Euro. Inzwischen kann man sogar ein beliebiges Nummernschild wählen, wie zum Beispiel Asterix oder Murphy, aber unter 2 Bedingungen. Es darf nicht beleidigend sein und es darf auch nicht schon vorhanden sein. Das kostet aber auch 1000 Euro. In Kelmis gibt es effektiv einen Herrn, dessen Autokennzeichen Murphy ist. Man nennt diesen Herrn Murphy. In Eupen gibt es einen Herrn, der hat als Autokennzeichen Asterix. Und lustigerweise sieht dieser Herr dem Asterix sehr ähnlich. Beginnen wir jetzt die Kombinatorik mit Wiederholung anhand der Permutation mit Wiederholung und stellen uns die Frage, wie viele Wörter kann man mit den Buchstaben von Kelmis bilden, mit den Buchstaben von Eupen bilden und mit den Buchstaben von Neumorrisnet bilden. Schauen wir zuerst bei Kelmis, das sind 6 verschiedene Buchstaben, also Anzahl möglicher Anordnungen, Fakultät von 6, das heißt 720. Bei den Buchstaben von Eupen sieht es etwas anders aus, das sind 5 Buchstaben, aber ein Buchstabe kommt zweimal vor. Das E kommt zweimal vor. Wenn das 2 verschiedene Buchstaben wären, denken wir mal an E1, E2. Dann wäre die Anzahl möglicher Anordnungen die Fakultät von 5. Wenn das E an erster und an vierter Stelle steht, und das wären 2 verschiedene Buchstaben, dann gäbe es für diese Plätze 2 Möglichkeiten. E1, E2 und E2, E1. Es ist aber derselbe Buchstabe, das heißt, wenn wir die beiden vertauschen, haben wir keine neue Anordnung. Deshalb muss die Fakultät von 5 durch die Fakultät von 2 geteilt werden, so dass die Anzahl Möglichkeiten 6 sich ergibt. Schauen wir noch bei den Buchstaben von Neumorrisnet. Das N kommt zweimal vor. Das heißt, genau wie darüber wären das 2 verschiedene Buchstaben, zum Beispiel N1, N2. Dann gäbe es für den ersten Platz und den drittletzten Platz 2 Möglichkeiten. Da das aber derselbe Buchstabe ist, ergibt das keine neue Möglichkeit, wenn wir die beiden vertauschen. Also muss die Fakultät von 11 schon mal durch Fakultät von 2 geteilt werden. Da kommt aber auch der Buchstabe E dreimal vor. Wäre das dreimal ein anderer Buchstabe, dann gäbe es für diese 3 Plätze Fakultät von 3, also 6 Möglichkeiten. Da das aber jedes Mal derselbe Buchstabe ist, wenn wir da Vertauschungen vornehmen, ist die Anordnung nicht geändert. Deshalb, jedes Mal, wenn wir die 3 Buchstaben E an irgendeinen Platz haben, dann schrumpfen diese Fakultät von 3, das heißt diese 6 Möglichkeiten, auf eine einzige. Deshalb muss die Fakultät von 11 geteilt werden durch die Fakultät von 2, weil das N zweimal vorkommt, und auch nochmal geteilt werden durch die Fakultät von 3, weil das E dreimal vorkommt. Und diese Rechnung ergibt dann 3.326.400. Kommen wir jetzt zum Begriff der Permutation mit Wiederholung.
eine Permutation mit Wiederholung von n Elementen, bei denen sich n1 mal wiederholt, ein weiteres kommt n2 mal vor und so weiter. Das ist eine geordnete Folge dieser n Elemente. Die Zahlen n, wie n1, n2 und so weiter, sind hier selbstverständlich natürliche Zahlen. Die Anzahl Permutationen mit Wiederholung wird also so berechnet. Kommen wir zu einem weiteren Beispiel dazu. In wie vielen verschiedenen Anordnungen kann man die folgenden Objekte aufstellen? Wir haben hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Punkte und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Striche. Frage: In wie vielen verschiedenen Anordnungen kann man diese Elemente stellen? Der Punkt kommt 8 Mal vor und der Strich kommt 7 Mal vor. Also die Anzahl möglicher Permutationen wird hier berechnet durch Fakultät von 15, weil insgesamt 15 Elemente da sind, geteilt durch Fakultät von 8, weil der blaue dicke Punkt 8 Mal vorkommt, und auch nochmal geteilt durch Fakultät von 7, weil der Magenta-Strich 7 Mal vorkommt. Somit finden wir 6435 Möglichkeiten. Kommen wir jetzt zur Variation mit Wiederholung. Vor vielen, vielen Jahren habe ich diese Kette auf der Straße gefunden. Es ist ein Schloss, ein Zahlenschloss mit 4 Rädchen und jedes Rädchen kann gedreht werden von 1 bis 6. Auf dem weiteren Bild sieht man das noch etwas deutlicher. Da ist ein kleiner Metallpfeil, der zeigt, dass das Schloss im Moment auf 1, 1, 1, 1 steht. Ich habe das Zahlenschloss mit nach Hause genommen. Zuerst von außen schön sauber gemacht, dann habe ich ausgerechnet, wie viele Möglichkeiten es denn überhaupt gibt, hier eine Ziffernfolge einzustellen. Und danach habe ich mich hingesetzt, habe gedreht und gedreht und habe es dann geöffnet. Dieses Zahlenschloss, das ich damals gefunden hatte, habe ich aufbewahrt und halte es gerade in der Hand. Ich komme damit mal etwas näher, so dass man hier den kleinen Pfeil erkennen kann. Und dieser Pfeil zeigt, dass das Zahlenschloss im Moment eingestellt ist auf die Ziffernfolge 1, 1, 1, 1. Ich werde dieses Zahlenschloss jetzt öffnen, und zwar so, indem ich hier das erste Rädchen stelle auf 2 und ziehe dran. Geht nicht. Auf 3, ich ziehe, geht nicht. Auf 4, ich ziehe, geht nicht. Auf 5, ich ziehe, geht immer noch nicht. Auf 6, ich ziehe, geht noch nicht. Im Moment steht das Schloss auf 1, 1, 1, 6. Und genauso wie beim Kilometerzähler im Auto, werde ich jetzt die zwei ersten Rädchen drehen, so dass das Zahlenschloss steht auf 1, 1, 2, 1. Und jetzt drehe ich wieder hier am ersten Rädchen auf 2, auf 3, auf 4, ich ziehe auch jedes Mal, geht aber nicht, auf 5 und auf 6, geht immer noch nicht. Also drehe ich jetzt wieder die zwei ersten Rädchen, so und so weiter und so weiter. So kann man also alle Möglichkeiten, genauso wie beim Kilometerzähler im Auto, einstellen. Fürs erste Rädchen gibt es 6 Möglichkeiten, fürs zweite auch. Für die zwei ersten Rädchen gibt es also 6 mal 6 Möglichkeiten, das heißt 6 hoch 2. Für das dritte Rädchen gibt es auch 6 Möglichkeiten. Für die drei ersten Rädchen gibt es also 6 mal 6 mal 6 Möglichkeiten, 6 hoch 3. Für das vierte genauso, also für alle 4 zusammen, gibt es 6 hoch 4 Möglichkeiten, das heißt 1296. Das erscheint jetzt sofort unter meinem Bild, so. Wir haben es hier zu tun mit einer Variation von 6 Elementen, 4 zu 4 genommen. Wir berechnen hier 6 hoch 4. Wir sagen hier, es ist eine Variation mit Wiederholung, denn die Ziffern können sich ja wiederholen. Und berechnet wird diese Variation so.
Übrigens, ich habe das damals so öffnen können. Ich hatte nur ein wenig Pech dabei, weil die Ziffer ganz links die größtmögliche war. Es war die 6. Ich stelle es jetzt nochmal so ein. Ich hatte somit diese Ziffernfolge gefunden, also diese Variation, und konnte somit das Schloss öffnen. Jetzt ziehe ich mich wieder zurück in meine obere Ecke und mache dann von da aus weiter. Kommen wir jetzt zur Definition von einer Variation mit Wiederholung. Eine Variation mit Wiederholung von P aus N Elementen, N und P sind selbstverständlich natürliche Zahlen, ist eine geordnete Folge mit P Elementen aus den N angegebenen Elementen. Es ist wichtig, die Folge ist eine geordnete Folge. Die Anzahl Variationen mit Wiederholung wird also so berechnet: Variationen mit Wiederholung von n Elementen p zu p genommen, wird ganz einfach berechnet durch n hoch p, ähnlich wie da 6 hoch 4. Kommen wir noch zu einem weiteren Beispiel, unsere Autokennzeichen. Hier die erste Ziffer geht von 1 bis 7. Für diese drei Buchstaben vom Alphabet, wo es eventuell Wiederholungen geben kann, sind vorgesehen: erste Stelle 26 Möglichkeiten, zweite Stelle 26 Möglichkeiten. Unser Alphabet hat 26 Buchstaben, dritte Stelle auch. Unsere Ziffern gehen von 0 bis 9, also wir haben 10 verschiedene Ziffern. Somit hatte Belgien also in 2010 so viele verschiedene Nummernschilder vorgesehen: 7 für die erste Ziffer mal Variation der 26 Buchstaben 3 zu 3 genommen, mal Variation der 10 Ziffern 3 zu 3 genommen. Das heißt, wir rechnen einfach 7 mal 26 hoch 3 mal 10 hoch 3. Das ergibt dann diese Zahl. Das sind 123.032.000. Kommen wir nun zur Kombination mit Wiederholung und als Beispiel nehmen wir 9 Würfel. Ich halte diese 9 Würfel gerade in der Hand. Jetzt würfle ich und werde nachschauen, wie oft die 1 geworfen wurde, wie oft die 2, wie oft die 3 und so weiter bis zur 6. Dazu werde ich eventuell einige Würfel verschieben, damit man sie besser im Bild sieht, aber nicht verdrehen. Gehen wir nachschauen. Ich sehe die 6 einmal. Ich sehe die 5 einmal, zweimal, dreimal, so. Die 4 ist einmal vertreten, so. Die 3 gar nicht. Die 2 sehe ich einmal. Und die 1 sehe ich hier dreimal. Also die 1 dreimal, die 2 einmal, die 3 gar nicht, die 4 einmal, die 5 dreimal und die 6 einmal. Und die Frage, die sich jetzt stellt, ist: wie viele verschiedene solcher Ergebnisse kann man überhaupt erhalten? Wir werden diese Frage nachher beantworten und dazu ziehe ich mich in meine obere Ecke zurück. Da bin ich wieder in meiner Ecke. Wir analysieren jetzt die gerade erhaltene Situation. Wir haben diese 6 Würfel. Zuerst einmal stellen wir hier 5 Trennwände auf. Um die 6 Würfel voneinander zu trennen, brauchen wir 5 Trennwände. Die 9 Würfel sind hier durch 9 Punkte dargestellt. Als Ergebnis von eben hatten wir erhalten, dass die 1 dreimal vorkommt, also setzen wir hier schon mal 3 Pünktchen hinein. 1, 2, 3. So, die 2 kam nur ein einziges Mal vor, die 3 kam gar nicht vor, die 4 einmal, die 5 dreimal, also setzen wir hier 1, 2, 3 Pünktchen hin und die 6 kommt auch einmal vor. Das war das Ergebnis von unserem Versuch von eben.
Der Wurf dieser 9 Würfel hätte auch zu diesem Ergebnis hier führen können. Die 1 einmal, die 2 zweimal, die 3 einmal, die 4 gar nicht, die 5 einmal, die 6 viermal. Wir sehen also, dass die gesuchte Anzahl möglicher Kombinationen mit Wiederholung auf eine Permutation mit Wiederholung zurückzuführen ist, denn hier haben wir eine Permutation von diesen Elementen, wovon 1 9-mal vorkommt, das ist der blaue Punkt, und 1 kommt 5-mal vor, das sind die 5 Trennwände. Hier haben wir eine andere Permutation dieser selben Elemente. Das eine Element kommt 9-mal vor und das andere Element kommt 5-mal vor. Die Anzahl Kombinationen mit Wiederholung ist also zurückzuführen auf die Anzahl Permutationen mit Wiederholung. Wir haben hier insgesamt 14 Elemente, wovon 1, das ist der blaue dicke Punkt, 9-mal vorkommt und das zweite, das sind die Trennwände, dieses Element kommt 5-mal vor. Durch die Formel der Permutation mit Wiederholung erhalten wir hier also 2002 Möglichkeiten. Kommen wir jetzt zum allgemeinen Begriff. Eine Kombination mit Wiederholung von P aus N Elementen, N und P sind selbstverständlich natürliche Zahlen, ist eine Folge mit P Elementen aus den N angegebenen Elementen. Die Anzahl solcher Kombinationen mit Wiederholung kann also auf die Anzahl Permutationen mit Wiederholung zurückgeführt werden, also so berechnet werden. Schauen wir noch ein letztes Beispiel. Hier, das sind die drei Äffchen der indischen Weisheit, nichts hören, nichts sehen und nichts sagen. Wir haben 10 Bananen zur Verfügung und stellen uns die Frage, auf wie viele verschiedene Arten kann man 10 Bananen an 3 Äffchen verteilen? Wir haben die 3 Äffchen der indischen Weisheit und möchten unter diesen Äffchen jetzt 10 Bananen verteilen. Wir werden genauso vorgehen wie hier im Würfelbeispiel. Zuerst einmal setzen wir 2 Trennwände hin und jetzt verteilen wir die Bananen zum Beispiel so, das wäre ziemlich gerecht. Dem ersten Affen geben wir 3 Bananen, dem zweiten 4 und dem dritten wieder 3 Bananen. Das wäre eine gerechte Verteilung. Die Verteilung könnte aber auch so aussehen, 2 Trennwände, Verteilen der Bananen. Jetzt hat der erste Affe viele Bananen, er erhält 6 und die 2 anderen nur 2. Die Verteilung könnte noch viel ungerechter aussehen, wenn ein Affe alles bekommt und die 2 anderen nichts. Es geht hier also wieder um Anzahl Permutationen von diesen 10, 11, 12 Elementen, von denen 1 10-mal vorkommt und das andere 2-mal vorkommt. Die Anzahl dieser Kombinationen der 3 Äffchen bezüglich der 10 Bananen berechnet sich also durch eine Permutation dieser insgesamt 12 Elemente, wovon 1 10-mal vorkommt, das sind die blauen Punkte, und 1 2-mal vorkommt, das sind die beiden Trennwände. Wir wenden hier also die Formel der Permutation mit Wiederholung an und finden somit 66 Möglichkeiten.